Servus und los geht's. Ja, herzlich willkommen zurück bei Gas Station Simulator. Das Waschanlagen-Update ist da. Ja, das kam am 27. Da hatte ich keine Zeit und da kamen dann auch kurz hinterher gleich noch ein paar Patches. Ja, auf alle Fälle, die Waschanlage ist nun verfügbar. Freischaltbar durch eine Aufgabenreihe, die ab Level, kleiner Tippfehler, Level 4 begonnen werden kann. Wenn du bereits weitergespielt hast, wird diese Aufgabe entweder nach Abschluss der nächsten Aufgabe starten oder sofort im Fall, du die Hauptkampagne bereits durchgespielt hast. Danke, dass du Gas Station Simulator gespielt hast. Ja, ich spiele immer noch. Ja, dann Hauptkampagne habe ich. Dann würde ich sagen, machen wir mal fortsetzen. Ich hoffe, das klappt alles reibungslos. Lassen wir uns überraschen. So, wir laden. Zeit gegeben, mich richtig hinzusetzen und nochmal Ton ein bisschen leiser auf den Kopfhörern zu machen. So. Oh, stimmt, ja, wir hatten ja Sprit bestellt. Der Jones war da. Ah, wir pumpen schon. Sehr schön. Ja, und alles gut bei dir, ja. Grüße Elon von mir, wenn du ihn siehst. Errungenschaft freigeschaltet. First Customer. Okay. Naja. So, Kasse ist besetzt. Getankt wird auch. So, it begins. Okay, jetzt kommen alle Errungenschaften auch noch. Hier ist niemand. Aber hier können wir... Also bei der Waschstraße soll es so sein. Man kann die extra von der Tankstelle schließen. Ich hoffe, das machen die mit der Werkstatt und so auch noch. Mal hier sieht es wieder aus. Ey. Mülleimer? Voll? Nein? Ein Wunder. Ey, ist mein Müllsack. So, jetzt habe ich den Ton leise gemacht, jetzt höre ich gerade gar nichts mehr. Kleinen Moment. So, jetzt geht's wieder. Sie hupen wieder fleißig. Jones ist noch am Abpumpen. Ihr habt doch schon aufgedreht, oder? Ja. Schlauch ruckelt schon. Beruhigt euch, dauert noch. Okay. Hier sieht's mau aus, aber wir haben was. Sehr schön. Da hatten wir nämlich noch bestellt. Das weiß ich noch. So. Hier haben wir auch. So, was haben wir denn noch? Popcorn und Chips. Das ist gerade nicht so der Burner, habe ich festgestellt. Zigaretten sind noch da. Eis. Das ist Eis. Okay. Wir haben ja was. Gut. So, wir schauen uns natürlich gleich die Waschstraße an. Und das schalten sie auch gleich frei. Oh, keine Brillen mehr. Oh, wow, hier ist auch leer. Ja, ist gut, hier ist schon Zeug. Hallo. Jetzt kannst du hier was holen. Hallo, Lady. Zeitung haben wir sowieso. Passt auch so wenig ins Regal rein. Teddybärchen, nichts mehr. Na, nicht werfen. Wieder rein. Da haben wir noch ein bisschen Spielzeug. Eis hatten wir auch noch. Huch, jetzt habe ich alles platziert. Na, ja, egal. Das mit dem Eis ist eben so ein Drama. Oh, shit happens. Kacke. Wow. Ich glaube, das läuft schief hier gerade. Ich hatte letztes Mal den Schlauch noch aufgedreht vom Speichern, aber ich glaube, das hat es irgendwie nicht übernommen, ne? Habe ich so das Gefühl, aber jetzt soll es klappen. Ja, beruhigt euch wieder, um Gottes Willen. Was für ein Theater. Neue E-Mail. Ja, neue E-Mail, aber wir brauchen erstmal diesen hier. Gib mir. Na, dann gib mir den. Na, mit dem schönen Sandsturm, denke ich doch, müssen wir unseren... Ja, da ist schon der erste Sandhaufen. Ich sehe es schon kommen. Ich komme nicht dazu, verdammten Waschstraße freizuschalten. Weil du kommst hier an und schon ist wieder Stress ohne Ende.
Ja, der hat noch gefehlt, der kleine. Kann ich den überfahren? Er rennt schneller, als ich fahren kann. Kleine Ratte. Mein Gott, ist das ein Chaos hier. Wow, na super. Halt, stopp. Okay. Naja. Das fängt schon echt gut an, ey. Ich flipp aus. Ich glaube, ich mache die Tankstelle zu. Das ist mir gerade echt zu viel Stress hier, ey. Wahnsinn. So ein kleiner Stinker. So, komm mal hier raus, mach mal kurz zu. Das geht so nicht. So, zack, geschlossen. Du brauchst gar nicht hier reinfahren. Verschwind. So, erstmal hier in Ruhe alles wieder auf Vordermann bringen. So, noch wo Sand? Nein. Doch, hier. Hörst du auf? Du hohle Nuss. Ich fährt der mir echt den Radlader rein. Der arme Rudi. Wo die auch irgendwann kaputt geht, wenn man total verheizt. Muss man mal ausprobieren. Auf alle Fälle Sprit schlucken tut er, das ist der Wahnsinn. So, noch einmal hinten rum. Diese Lenkung. Gucken, ob da noch irgendwo ein Häufchen liegt. Häufchen Sand. Kunde an Kasse. Ja, keine Bedienung, ne? Hier haben wir schön dekoriert. Bisschen was fehlt noch. Aber auch nicht mehr allzu viel. Ist da hinten noch was? Nee, ne? Gut, lassen wir Rudi hier ausrollen. Gehen wir an die Kasse. Da steht noch ein Polizist. Und will den wohlverdienten Feierabend. Oh, das Spielchen. Sehen, ob das gefixt ist. Nein. Achso, nein, das war ja bei den Angestellten. Die haben ja leere Warenkörbe gehabt. Na, wusstest du? Oh, das Zeug fliegt immer noch so durch die Gegend. Ah, die Polizei. Hier in dem Spiel mag ich die richtig. Die kaufen schön ein. Jawohl, Errungenschaft, der First Tip. Nein, habe ich schon lange hinter mir. So. Ist das ein Schweinestall hier? Achso, hier draußen kann man ja nicht aufräumen. Ja, haben wir da, hier noch. Müll. Nochmal Müll. Alles voll Müll. Aha, noch eine Errungenschaft. Jetzt geht's aber rund hier. Vor lauter Errungenschaften. Habe ich noch Hüte? Ich weiß nicht. Die Maus ist ein bisschen zu fix eingestellt. So, erstmal alles klar Schiff machen hier. Vielleicht mal eine Bestellung aufgeben. Ist der Fußabdruck jetzt von mir? Habe ich den übersehen beim Kehren? Geht ja so nicht. Das ist schon wieder welche. Jetzt geht das wieder los. So, jetzt habe ich dich am Wickel. Was brummelt denn hier so komisch? Ist das Rudi oder was? Ach ja, und mit dem Carwash-Update soll es auch irgendwo noch eine Sewer-Station geben, also eine Wasserpumpen. Das da vielleicht?
Joe's Highscore. Aha, Joe's Highscore. Joe's Highscore bei was? Müllsäcke schmeißen oder? Gute Frage, nächste Frage. Was das schick ist? Achso. Das ist ja diese komische Kartbahn von dem ferngesteuerten Auto. Was gibt's hier so? Rechts. So, wo ist denn die Pumpenstation? Stand das schon immer hier? Hier läuft Wasser. Aha. Geheimgänge. Komme ich da rein? Nein. Oh, holy shit. Ich will da nicht mehr rein. Hat sich erledigt. Alles gut. Teekessel. Ja, die E-Mail lesen wir gleich. Na, so, alle ausgeruht. Ja, tut mal so eine Pause, tut mal gut, ne? Aha, da hinten. Oh, die Kojoten hier. Gibt's aber viel so Wasserpumpen. Klepper ich jetzt aber nicht alle ab. Zu meinem besten Willen nicht, das ist mir zu weit. Aber da muss ich sagen, da bin ich schon ein bisschen faul. Also so weit laufe ich nie. Vielleicht andermal. Geht's? Ja, ist ja gut. Ich bin ja schon wieder auf dem Weg. Was war das hier nochmal? Irgend so Minigolf, aber ich verstehe noch nicht, wie man das spielen soll hier. Ach so, ja. Hier sind Kugeln. Genau. Hier war der Rudy Jump, ja. Das passt soweit. Ja, wir haben auch unseren Workshop angeschmiert, also das Nebengebäude hier mit dem schönen Cannabisgrün und grün-gelb Farbe, wie auch immer. So, jetzt lesen wir mal die E-Mail. Oh, dieser. So eine Ratte. Schmierte mir auf meine Werbung Hundehäufchen. So, E-Mail wiederherstellen, da ist es. Später kannst du automatisch waschen. Ach, später kannst du automatisches Waschen freischalten, das nicht mehr deine Anwesenheit erfordert. Aber, lieber Neffe, nachdem wir uns über die Sandstürme unterhalten haben, möchte ich an lukrativen IT teilhaben lassen. Entschuldigung. Trockne deinen Tränen, mach deine Schwäche zu deiner Stärke. Oder wie war dieses Sprichwort nochmal? Ist ja im Grunde auch egal. Was nicht egal ist, ist zu wissen, wann man es anwendet. Also was gedenkst du zu tun, wenn dich regelmäßig Sandstürme heimsuchen? Bla bla bla, tralala. Okay, hat sich erledigt. Wow, der ist immer so geruckelt. Ist ein altersschwach, ne? Ja, hier drin müssen wir auch definitiv mal wieder anstreichen. Hier sind alles schon ein bisschen ranzig. So, erstmal gucken, was wir hier noch runterbringen. Jawohl, passt. Vom guten Stoff haben wir natürlich noch. Ja, schade drum, wenn nicht. Okay, egal, voll. Hier haben wir auch noch. Ja, dass wir da auch noch von jedem was runterbringen. Da passt ja Gott sei Dank eine Menge rein, im Gegensatz zu den Eistruhen. Okay, da haben wir jetzt gerade noch voll. Da brauchen wir aber wieder Brillen. Haben wir jetzt erst gerade voll gemacht. Das passt soweit. Wie sieht es denn mit unseren Reifen aus? Wie sieht es denn hier aus? Oh, hier ist sauber. Bin überrascht. In unserem Weltraum-Ansaugtoiletten ist es sauber. Okay, Kratzerentferner sind da. Zündkerzen sind da. Motoröl ist da. Spiegel sind da. Kratzer, Zündkerzen. Kühlerflüssigkeit ist da. Reifen sind noch da. Batterien sind da. Hier sind die Reifen leer und die Spiegel. Naja, das reicht noch. Reifen. So, Lieferung. Darlehen. Will ich ein Darlehen haben? Nein. Wieder kein Darlehen.
Wir haben 11.000 Dollar, das sollte reichen. So, Reifen. Machen wir mal 20. Die gehen weg wie die warmen Semmel. Kratzerentferner zu teuer gerade. Oh, Spiegel sind gerade billig. Nehmen wir da auch 20. Ja, Motoröl haben wir eigentlich noch. Naja, für den Preis nehmen wir 5 mit. Batterien. Und Zündkerzen auch günstig. So. Kühlmittel? Nein, zu teuer. So, dieses T für weitere Info, können wir das irgendwo mal ausblenden? Das nervt da unten. So, das wäre geschafft. Kraftstoff. Da haben wir ja erst einen Jones da gehabt. Okay, aber ich meine, oh, für den Preis macht er voll. Was? Was? Bestellen. So. Habe ich jetzt bestellt oder nicht? Weiß es nicht mehr. Naja, macht ja auch nichts. Snacks. Okay, wir brauchen das hier und das hier. Das nehmen wir doppelt. Das nehmen wir einmal. Erfrischungsgetränke haben wir noch. Alkohol ist auch noch was da. Zigaretten weiß ich jetzt nicht. Eiscreme habe ich noch. Autopflege ist voll. Zeitung haben wir noch. Hüte haben wir voll gemacht. Brillen haben wir noch. Gibt es da was Billiges? Nimm die und die. Teddybärchen. Wow, sind die teuer. Wampig. 200? War das schon immer so? Und das ist günstig? Willst du mich veräppeln? Okay. Durchschnittspreis 222. Dann sind sie ja wirklich billig. Dann nehme ich die doppelte Portion, also 200 und die. Okay. Ich hoffe, ich krieg dann auch 200 pro Wampi. Gebäck haben wir erst gekauft. Spielzeuge, können wir das hier nehmen. Das und das. Davon haben wir noch. Dann nehmen wir das noch mit. So, passt das rein ins Lager. Ja, easy. So, 6.000 Dollar noch. Okay. Der steht vorm Tor. Jones ist auch schon da. Jones, mach voll die Hütte. Danke. Ich bin der König der Wüste. So, ups, nein, hier geht's rein. Ja. Nicht stressen. Nicht stressen, Kollege. So, kannst gleich wieder weiterfahren. Tschüss. Der nächste rollt auch an. Okay. Ja, bei diesen Wasserpumpen, ich weiß nicht, ob das die da hinten sein sollen. Ich nehme es mal an. Ich habe jetzt nichts weiter gesehen. Da soll es so zwei kleinere Goodies geben oder zwei Gags zum Entdecken. Boah, weiß nicht so genau. So, wo bleibt der? Das dauert wieder. Nach oben gucken. Oh, alles beim Alten. Wo kommt denn der Müll her? Ich hatte hier doch alles rausgemistet. Frechheit, kann ich das auch verkaufen? Das ist ein Haufen Kohle wert. Ah, hier hatte ich auch mal angefangen zu streichen, aber naja, das Lagerhaus nicht so wichtig. Die LKWs sind so schön neuerdings, ne? Haben wir auch mal gewaschen. So, her mit dem Plunder. Hey du, so, guck, dass du fortkommst. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir haben schon wieder viel zu viel Zeit vertrödelt hier. So, Rudi ist natürlich auch schon wieder leer, ne? Natürlich. Ausgerollt, ausgebrannt. Okay, aber wir haben keine Sandhäufen mehr im Weg. Außer natürlich der, ja. Der nächste Sandsturm kommt. UFOs haben wir auch noch nicht. Okay, wir haben hier den Planwagen als Deko. Wir haben diese Nadel aufgestellt. Ich glaube, letzte Folge sogar. Ja, dann haben wir hier unser Indianer-Dings.
Indianer-Tippis und dem Totem. Und gut, und die Palmen und so haben wir ja schon länger. Wie gesagt, nur... Ah ja, hier habe ich die Vorderseite auch schon angepinselt. Nur die anderen Seiten fehlen noch. Ja, hier vorne Palmdeko. Da vorne die Autos. Das ist... Na, was ist denn hier? Das soweit alles durch. Parkplätze alle da. Die Teerwege gemacht. So, ich mach mal den UFO-Alarm. Lass mal die Lady aus dem Weg räumen. Zack. Ja. Setz zurück. Trink ich so lang was. Ich glaube, da sind noch mehr Autos rumgelegen, weil er hat ja zwei oder drei eingesammelt. Ich hatte ja nur eins gesehen. Ja, den Dennis-Alarm, der ist ja angeschalten. Also der Dennis. Entschuldigung. Ja, unseren Picknickplatz haben wir natürlich auch. Letztes Mal konnte man die Sauerei nicht aufräumen. Diesmal geht's bestimmt. Ja, sage ich doch. Also wenn man es frisch aufstellt, die Deko, dann bleibt die Sauerei, gehört die zur Deko dazu. Und ja, wenn man dann neu geladen hat, dann kann man es dann aufräumen. So, ist der Müllcontainer. Und? Na? Das mit dem Highscore täte mich schon interessieren. Müllsack Weitwurf. Wow, ein bisschen mehr rechts und hätte ich schon fast den Container geworfen. Naja. So, hier hatte ich aufgeräumt. Hier ist alles sauber. Ich renne hier schon wieder durch die Gegend. Okay, wir haben ein bisschen Wampis. Die müssen verkauft werden. Die bringen hoffentlich Geld. Die waren teuer. Wow, passt da jetzt viel rein. Oder schwimmen wir so? Okay. So, Newspaper. Passt da noch was? Nein. Egal, voll. Geh weg. Da haben wir. Okay. Hier noch. 105. So viel. Ich bin verwirrt. So, Chips, Popcorn, Chips und Chips und Popcorn und Popcorn und Chips. So, jetzt ist aber gut. Nee, passt immer noch. Naja, Wahnsinn. Gut, jetzt ist voll. Zigaretten, naja, ein bisschen was haben wir noch. Das passt rein. Können wir das erstmal verkaufen. Brillen haben wir welche genommen, ne? Da passt aber nichts. Aber hier haben zwei Stück reingepasst. Yes, das ist unglaublich, dieses Regal. Sehr komisch. Zeitlupenventilator. Naja. So, Sprit ist voll. Dann holen wir unsere Angestellten ran. Nein, zuerst machen wir die Waschstraße. Ja, sehr schön. Errungenschaft freigeschalten. Warte auf deinen ersten Kunden an der Waschanlage. Yeah, baby. Open. Closed. Sehr schön. Car wash. Yeah. So, dann schauen wir noch kurz in den Computer rein. Gucken, was wir noch an Deko so haben zum Freischalten. Dekoration. Innenbereich. Achso, nein, Innenbereich. Blöd. Hier sind wir durch. Wir haben eigentlich alles durch, bis auf das hier hinten. Dann fangen wir so rum an. Ach, den zweiten Automaten braucht keiner. Was ist jetzt? Ja, und das Basketballfeld fehlt noch. Was kostet das? 690. Wisst ihr was? Das nehmen wir auch gleich mit. So. Dann haben wir das durch, dann bloß diesen Autoautomaten da, den brauchen wir nicht. Der ist unnötig. So, da hinten ist das. Muss ich da mit Müllsäcken schmeißen, oder? Na gut, hier können wir noch Sandhäufen wegräumen.
Nein, ich muss nicht mit Müllsäcken schmeißen. Oh, der war immer schlecht. Okay, ich werde kein Profi-Basketballer, das merke ich schon. Der war zu stark. Okay, auf alle Fälle... Liegt hier Müll rum. Auf alle Fälle funktioniert das Ding. Was ist das da? Ach, diese Lichter sehen immer so komisch aus. So, dann sind wir mit der Deko durch. Wie gesagt, das zweite Fern-RC-Auto, das brauchen wir nicht. Bin ich ganz am Anfang einmal gefahren, das muss einfach reichen. So, muss ich nur gucken. Warning. Healthy and safety. Nur Health and Safety. Waterpump. Aha, da geht's also los. So, dann werden wir hier mal die Leute ranholen. Und dann machen wir wieder auf, weil die Folge ist ja schon fast wieder vorbei. Das ist unglaublich. So, du kannst. Tanken hast du auf 9. Halt mal, erstmal alle bezahlen. So, dann haben wir das. Du gehst tanken, dann kannst du nochmal auf 10 kommen. Was hast du? 10, 10 K-Reparatur, dann machst du Autos reparieren. Jawohl. Du hast Cash Register 9. Dann machst du die Kasse. Georgie ruht aus und du tust Mining. So, sehr schön. Dann mach mal auf den Laden. Dann machen wir auf den Laden. So, zack, zack. Da kommt der Erste. Komm ran, komm ran. Na, wusste ich's doch. Komm schon. Wie, du fährst vorbei. Eine Frechheit. Eine Unverschämtheit. Na gut, dann weiß ich halt. Wo kommt denn dieser ganze Dreck hierher? Na, dann schmiere ich halt das Ding noch ein bisschen an. So, was war das? Das hier, ne? Aber wenigstens ein Teil fertig angemalt. Wieder eine Errungenschaft, mein Gott. Das Dach können wir auch noch anpinseln. Aber was für eine Farbe. Das ist die Frage. So, das hat geklappt. Dann brauchen wir das Weiß für die Seitenbalken. Ach, da ist noch ein Stückchen. Ja, stimmt, die hintere Seite fehlt ja auch noch. Das kann man nicht anmalen hier, oder? Nee. Ach, ich habe meine Reifen und so noch gar nicht eingeräumt. Fällt mir ein. Das machen wir natürlich auch gleich. So, 50. So viel habe ich doch gar nicht gekauft. Das ist sehr komisch. Habe ich letztes Mal noch bestellt gehabt? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Aber okay. Schaden tut es nicht, wir brauchen es eh wieder. Ach, da ist schon der erste Kandidat. Und der zweite. Bloß schnell weg, bevor sie mich über den Haufen fahren. Nein, so. Ich will da was platzieren. Das war's. Oh, da habe ich fast voll. Keine Produkte. Aufgabe erledigt. IR-Mechanik, aha. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, da haben wir auch welche. Da haben wir doch auch was gehabt. Batterien hatten wir auch, die waren billig. So, Liquid Fuel. Haben wir da? Nee, da hatten wir nichts, ne? Das war teuer und da haben wir auch nichts gebraucht. Ja, dann passt das. An der Waschanlage. Juhu, es geht los. Wir putzen unser erstes Auto. Und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Hallo Lady, wollen Sie vielleicht einen Schritt zurücktreten? Sonst werden Sie etwas nass. Mein Wet-T-Shirt-Contest oder wie? Aber von mir aus gerne. So, starten wir mal. Aha.
Ich kann hier meine ganze. Ey! Ich will meine Straßen putzen hier! Geht nicht. Niedriger Druck. Na, wie war es jetzt? Willst du mich veräppeln? Left Shift, um Schmutz hervorzuheben. Okay. Halte linke Maustaste zu säubern. Rechte Maustaste Deckel drehen. Was drehe ich da? Was für ein Deckel? Aha. Scroll up, Deckel wechseln. Drücke T für weitere Infos. Niedriger Druck. Das könnte sich noch als Herausforderung erweisen. Wie baue ich den Druck auf? Niedriger Druck. Etwas stimmt mit dem Wasserdruck nicht. Schließe die Waschanlage. Ach so, das gehört dazu. Na dann, mach zu den Laden. Ja, Servus, tschüss, auf Wiedersehen. Finde den Eingang zum Kanal im Schrott. Aha, okay. Jetztle. Ja, den Eingang zum Kanal haben wir schon gesehen. Da haben wir aber die Kojoten drin geheult. Ja, genau. Die Kojoten meinte ich. Ich will hier nicht sein. Holy shit, da gehe ich nicht lang. Hier gefällt es mir nicht. Kann ich den Müll mitnehmen zum Werfen? Aha. Bin ich hier durch? So, bin ich jetzt einfach im Kreis gelaufen oder was? Super, hab mich schon verirrt. Finde einen Weg, sie zu öffnen. Kabel? Hundekacker? Aha. Hoch. Danke. Uah. Oh oh. Oh. Erforsche den Abfluss. Ich will den Abfluss nicht erforschen. Spinnst du? Schnell, nicht in der Brühe stehen. Ja, hallo? Ja, super. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich komme hier nicht raus. Na, ganz prächtig. Hier ist eine Leiter. Sag doch gleich. So, langsam. Bäh. Ich muss nachher erstmal duschen. So, schön über die Bretter hupfen. War nicht so weit hupfen. Mein Gott. Mehr Krokodile. Da geht's nicht lang. Weil, wenn ich gewusst hätte, dass das so ein Stress ist, hätte ich das gleich gemacht. Hätte mich nicht erst um alles andere gekümmert. Aha. Was ist hier los? Kann ich mich ducken? Kriechen? Komme ich da runter? So. Oh, geh weg. Puh. Was? Feed the Gustav. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Pick up Trash. Throw at Gustav. Gustav is happy. Okay. Nein, zu kurz. Der Partybus ist auch da. Wie viel will er denn haben von dem Müll? Alles.
Viel mehr habe ich nicht mehr, Kollege. So, du bleibst da drin, ja? Okay. Car Wash Sewer. Pressure. Pressure ist volle Pulle, okay. Ich kann aber hier nichts weiter aufdrehen. Das eine Rad habe ich aufgedreht gehabt. Hey, was blinkt denn da? Mein Müllcontainer. Nicht beißen. Ist hier so? Nichts. Wie nichts. Ja, und jetzt? Also hier ist Pressure 10. Linke Maus-Button, um zu interagieren. Ja, habe ich. Hier kann ich nichts machen. Finde einen anderen Ausgang. Der Weg zurück zur Oberfläche. Keep out. Also anscheinend habe ich das schon irgendwie richtig gemacht. Aha. Kann ich hier wieder zumachen? So, sehr schön. Habe ich jetzt Druck? Ich hoffe, wir haben Druck. Pressure 10. Es geht los. Also hier ändert sich beim Drehen auch nichts, oder? Wer hupt denn da die ganze Zeit? Natürlich. Rudi ist im Weg. So, bitteschön. Entschuldigung, dass wir so lange warten müssen. So, ist die Folge schon 10 Minuten länger fast, als sie sein sollte. Also 7 Minuten noch, du Scheiße. Gott sei Dank ist jemand an der Kasse. Aber ich glaube... Achso, der putzt ja. Ich dachte, der verlässt gerade die Zapfsäulen. Das wäre nicht so gut gewesen. Okay, da läuft alles. Ja, also auf alle Fälle kommen sie mit den kaputten Reifen. So, für diese Folge war es das. Hier ist geschlossen. Aber wir haben den Druck wiederhergestellt. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Nicht, dass wir das nochmal öfters machen müssen. Dann machen wir wieder auf und werden uns in der nächsten Folge endlich mal Autos waschen. Ja, bis dahin. Danke fürs Reinschauen. Bis dann. Ciao, ciao.